Herzlich willkommen zu der heutigen Review. Heute schauen wir uns mal den Technics Compact Disc Player SLPS 670D an. Viel Spaß! Erschienen ist der SLPS 670 1995 und war das zweithöchste Modell. Es gab noch den SLPS 770D. Das war das höhere Modell, das habe ich hier auch schon mal in einer anderen Review vorgestellt. Link kommt am Ende des Videos. Und wie immer würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal die Rückseite an. Auf der Rückseite des CD-Players haben wir links folgende Ausgänge. Und zwar haben wir einmal den Cinch-Ausgang, rechter und linker Kanal, und einen optischen Ausgang zum Verstärker oder Kassettendeck oder Minidisc. Egal was halt auch einen optischen Eingang hatte. Rechter und linker Cinch zum Verstärker und der hier auch zum Verstärker, Minidisc oder einem anderen Gerät. Und ein bisschen in der Mitte haben wir dann einfach nur noch den Anschluss für den Strom und das war's eigentlich schon auf der Rückseite. Ist wie bei jedem CD-Player einfach nicht so spektakulär. Werfen wir mal einen Blick auf die Vorderseite. Werfen wir als erstes mal einen Blick auf die linke Seite der Vorderseite. Dort finden wir unter dem Technics-Logo den Power-Button zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Unten drunter den Sensor, also den Empfänger für die Fernbedienung. Dann haben wir den Ausgang für die Kopfhörer und die Lautstärkeregelung für die Kopfhörer. Die Standby-Leuchte, wenn das Gerät im Standby-Modus ist, leuchtet diese rot. Und auf der Seite haben wir die Einstellungen zum Überspielen von Kassette, zum Beispiel Peak Search, um die lauteste Stelle der CD zu finden, Time Mode, um einfach im Display anzuzeigen, wie lange dauert es noch, bis das Lied zu Ende ist oder wie viele Minuten vom ganzen Album sind vergangen. Das kann ich mit Time Mode einstellen, Audio Cue, um bei der Aufnahme einfach eine Pause vor jedem Song zu machen, dass man wieder selbst auf Play drückt. Tape Lengths kann ich einstellen, wie lang ist meine Kassette, auf die ich aufnehme, also ist eine 60-minütige oder 90-minütige Kassette. Side A und B sehe ich einfach, welche Lieder auf Seite A, welche Lieder auf Seite B aufgenommen werden. Und Time Fade einfach, um die Songs ein paar Sekunden auszublenden vor dem Ende. Dann haben wir in der Mitte das Display und das CD-Fach, in das die CD eingelegt wird. Und auf der rechten Seite finden wir dann den Open-Close-Button zum Öffnen des Kassettenfachs. Einmal die Tasten zum Vorspulen und Zurückspulen, zum Umschalten zwischen den Tracks, nach vorne und nach hinten, die Stopp-, die Pause-, die Play-Taste. Dann haben wir hier einmal die 10er-Tastatur zum Auswahl des Songs, die Programmtaste zum Programmieren einzelner Lieder für die Wiedergabe, Clear, um das Ganze wieder zu löschen, die Random, Repeat und Recall-Tasten für die Wiedergabe. Das schauen wir uns aber nochmal im eingeschalteten Modus mal an. Ich schalte jetzt mal das Gerät an und lege eine CD ein und dann werfen wir mal einen Blick aufs Display. So, einmal den Power-Button drücken, das Display schaltet sich ein und wir sehen hier No Disc wird angezeigt, weil noch keine CD drin ist. Einmal die Open-Close-Taste drücken, dann öffnet sich das CD-Fach, eine CD einlegen, Close drücken, dann wird die CD eingelesen und es erscheint im Display die Anzahl der Tracks, das sind 18 Stück, wird auch hier unten angezeigt, 1 bis 18. Und die gesamte CD hat eine Spieldauer von 44 Minuten und 6 Sekunden. So, durch das Drücken des Play-Buttons starten wir natürlich die Wiedergabe. Es erscheint im Display das Play-Symbol und wir sehen hier Track 1 läuft. Die Zeit, die bereits verstrichen ist, und unten blinkt die 1 für die Wiedergabe des ersten Tracks. Ich kann hier mit der 10er-Tastatur natürlich auch sagen, okay, ich möchte mir jetzt das Lied Nummer 6 anhören, drücke ich einfach auf die 6
Und dann sieht man auch hier vorne sind diese Striche verschwunden. Das heißt, die ersten 5 Lieder wurden bereits wiedergegeben. Das sechste wird aktuell wiedergegeben. Da blinken diese Striche. Und die noch zu wiedergegebenen Songs werden einfach durch einen festen Strich noch angezeigt. Ja, sechster Track. Play läuft. 25 Sekunden sind vergangen. Ich kann das Ganze durch Drücken der Pause pausieren. Dann erscheint hier auch das Pausezeichen. Durch Drücken auf Play wird die Wiedergabe fortgesetzt. Mit den Tasten Skip nach vorne kann ich das nächste Lied auswählen oder wieder zurück zu dem vorherigen Lied zurückkehren. Zum Vorspulen muss ich einfach die Taste gedrückt halten. Dann spult er das Ganze vor. Oder auch wieder zurück, einfach gedrückt halten, die Tasten. Auf der linken Seite haben wir ja hier die Time-Mode-Taste. Wenn man diese drückt, sieht man, es sind noch 33 Minuten, bis die CD zu Ende ist. Oder noch 2 Minuten 30, 29, bis das Lied zu Ende ist. 11 Minuten sind bereits abgespielt von der gesamten CD und hier wieder 1 Minute von dem einzelnen Track. Wenn ich die Wiedergabe stoppen möchte, einfach auf die Stopptaste drücken, dann ist die Wiedergabe gestoppt. Gehe ich hier links jetzt auf die Tape-Length-Taste, sage ich jetzt 46 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten Kassette. Habe ich das jetzt ausgewählt, dann sehe ich hier unten im Fenster Edit A und B. Und dann sehe ich auf Seite A passen 17 Lieder von der gesamten CD und auf Seite B, was ich hier jetzt umschalten kann, ist nur das letzte Lied. Würde ich jetzt zum Beispiel eine 46-minütige Kassette einstellen, passen auf Seite A 9 Lieder, auf Seite B 17 und das 18. wird leider nicht überspielt. Habe ich jetzt eine Kassette, die 60 Minuten hat, passen auf die erste Seite 13 und auf die zweite Seite 18 Songs. Mit der Programmiertaste, also falls ich da auch hier raus möchte, drücke ich einfach auf die Stopptaste, dann sind wir da wieder raus. Mit der Programmiertaste kann ich mir auch einzelne Songs programmieren. Das heißt, ich drücke einfach hier Programmtaste und sage zum Beispiel Song Nummer 3, 6, 12. Und dann sieht man hier unten auch, 3, 6 und 12 sind programmiert. Kann ich auf Play drücken, werden diese wiedergegeben. Kann das Ganze mit Clear auch wieder löschen einzeln und andere Songs eintragen oder komplett löschen. Kann zum Beispiel sagen 1, 4, 8, 6. Und dann werden diese auch in dieser Art wiedergegeben. Das heißt, drücke ich jetzt auf Play, wird das erste Lied wiedergegeben, dann das vierte, das achte und zum Schluss das sechste. Das Ganze kann ich genauso dann auch auf die Kassette überspielen, wenn ich das programmiert habe. Ja, und kann das Ganze durch Drücken auf Stopp zweimal auch komplett resetten. Dann haben wir hier noch den Repeat-Mode, also einfach, dass die gesamte CD wiederholt wird. Nicht das einzelne Lied, sondern die gesamte CD. Wir haben auch hier Random für die Zufallswiedergabe. Also fängt er jetzt mit Lied 9 an. Ich umschalten, springt er zum Lied Nummer 2. Das haben wir da versteckt. Ja, Peak Search könnten wir noch machen. Wenn ich dann Peak Search drücken würde, jetzt bei 18 Liedern, dauert es einen Moment. Deswegen sage ich mal, programmieren wir einfach mal Lied 8 und Lied 1 und drücken einfach hier mal auf die Peak Search-Taste. Und jetzt spielt er die Lieder einfach mal schnell ab und sucht einfach den höchsten Ausschlag, den lautesten, und den wird er dann wiederholen und somit kann ich dann die Aufnahme in meiner Kassette einstellen. So, also der höhere Ausschlag war jetzt bei Lied 1 und das wiederholt er immer die 5 Sekunden.
und dann kann ich meinen Kassettendeck einstellen. Das sollte man natürlich jetzt nicht programmiert für zwei Songs machen, sondern die ganze CD laufen lassen, nur das wird halt jetzt ein bisschen länger dauern. Deswegen einfach hier im programmierten Modus. Ja, was haben wir noch? Drücken wir auf Stopp. Wir hätten hier Time Fade, das ich hier einstellen kann. Bei der Wiedergabe. Und Audio Cue würde einfach jetzt auch eine Pause machen und erwartet so lange jetzt, bis ich die Play-Taste drücke. Das heißt, drücke ich jetzt einfach mal auf Play bei Auto Cue, dann spielt er den Song ab bis zum nächsten. Mal kurz gucken. So, der ist nicht so lang, der Song. Können wir ein bisschen vorspulen. So, und jetzt müsste er, wenn er zum zweiten Lied springt, wieder Pause machen. Genau, zweiter Song, Pause, und er wartet jetzt wieder, bis ich auf die Play-Taste drücke, um die Wiedergabe fortzusetzen. Dafür benutzt man die Auto-Cue-Taste, dann hat man auf der Kassette kurz eine Pause, muss man aber daneben sitzen, um die Aufnahme zu machen. Ja, so viel zum SLPS 670D. Ist ein schöner CD-Player. Ja, war so einer der letzten von Technics 95. War ja, gut, es kamen noch ein paar danach, obwohl die da einfach nur noch Modellnamen gewechselt haben. Ist ein schönes Gerät. Klar würde ich sagen, kauft euch, wenn ihr die Chance habt, den 770D. Aber der 670D steht dem 770er eben nichts nach, außer dass der 770er für die Optik auch noch hier die Play- und Pause-Taste beleuchtet hatte und der 670er nicht. Das war so der Unterschied von außen, dass man ansehen konnte, dass der andere ein höheres Modell war. Ja, das war's für diese Woche. Bis zur nächsten Woche, euer Davy Jones.